Auf. Oh, das sieht interessant aus. So, da sind wir wieder online. Müssen wir kurz die Lobby neu starten. Also das Spiel neu starten. Jetzt geht's wieder. Was haben wir denn heute? Ich habe irgendwie ein Auto genommen. Hallo, wer schubst? Upsa! Also ich wollte gerade sagen, hör, wie bin ich da von der Straße abgekommen? Das hat mich voll irritiert gerade. Ich habe auch keine Straße. Ja, das, da geht's runter gerade, aber das war. Du bist 5 Kilometer weiter nach hinten wieder gesetzt. Das habe ich einfach voll irritiert. Tschüss, Enrico. Muss der erste sein, ich habe auf dich $1000 gewettet. Die Wetten wurden am abgesagt, weil es hat kein anderer gewettet, also bringt dir das nicht. Bei mir stand es nicht da. Wolltest du mich wegrammen? Das war der Plan, ja. Ja, dann hast du dich selbst ausgenutzt. Gönn dir. Boah, hier fliegen Käfer rum. So gut, wenn die Wetten abgesagt wurden. Dann. Ich wollte eigentlich wetten, aber. Ja, man muss auch bestätigen. Ach, alles gut. Wenn man sagt, alles gut, dann komme ich mir vor wie in so einem Rentnerverein. Bist du doch auch fast, wenn man den Altersunterschied betrachtet. Ja, gut, stimmt auch. Ich weiß nicht, wie alt sein ist, der scheint so ein bisschen. Boah, Alter, 30. Da ist eine scheiß Kante drin gewesen. In den Sau. Alter, was war denn das? Du bist, glaube ich, in den Fels rein. Jo. Hab ich den Sven schon außen überholt, bin ich aber 2 Mal an die Wand dran gekommen. Die... Nicht aufs Dach, nein, nein! Bleib doch stehen! Oh, aua. Alter! Den krieg ich nie wieder. Der ist schon drinnen. Hm. Empfehle dich da, wo ihr denkt. Fällt doch da. Ich mache den letzten, alles gut. Abwarten, ich komme hier schon wieder scheiße auf. Ich bremse Kevin ab. Boah! Da kommen wir runtergeflogen. Ja, ich bin auf der Seite aufgekommen. Naja, Dritter. Wisst ihr, was für ein Auto ich gewählt habe? Keine Ahnung. Doch, vorhin schlechtes Rennen. Das war ja lustig. Markus ist bei Rennen immer relativ gut.
Ja, weil da Autos dabei sind. Ja. Es sei denn, das Auto war von ihm. Nee, ist doch ein gutes Rennen. Kann man machen. Guck mal, Kevin, du bist genauso da stand wie vorhin. Du bist vor mir. Ich bin aber immer hinter dir. Oh nein. Oh, Katastrophe. Ja, das Oh passt ja schon ganz gut dazu. Die Geräusche, da fehlt doch dann so ein Oh Gott und mach weiter und tiefer und dann passt das. Aber Markus, kann das sein, dass du eigentlich nur solche Listen machst? Was, wie, hä? Na, dass du immer nur Listen machst? Von deinem Level her. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Na, dass du dich sonst eigentlich bei GTA kaum großartig in der normalen Lobby bewegst. Doch. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben alle dieselben Korn, kann das sein? Nein. Du kannst sie auswählen. Strecken hier nicht. Markus kennt die auswendig. Tatsächlich schon mal. Markus kennt die auswendig, der ist schon alle gefahren. Alle, die es im Spiel gibt. Inklusive den Selbsterstellten. Der testet die bestimmt, damit er schon weiß, wo der alle dieser Punkt hat. Bäume! Mach doch ohne Schieben, Alter. Und du fängst doch damit an! Ich hab überhaupt nicht geschubst. Ach, ja. Ich hab mich gedreht, was soll ich machen? Nimmt er schon wieder Abkürzungen hier, oder? Dreckskante. Jetzt sind da hinter mir. Das war keine Absicht, du hast dich genau. Ja, ist klar. Fängt an zu. Weißt du, wenn er nicht vorbeikommt, wenn er nicht kann, dann fängt er an zu schubsen, zu drehen. Ja, genau. Hast du gerade gemacht, weil er gedreht hab und Gas einfach gegeben hat. Als Formel 1 Spieler müsste man die Dynamik eines Autos kennen, oder? Hat man ja gesehen. Schön hinter den Heck und dann. Ja, ich bin so ein Formel 1 nicht, also. Aber komm, denk, was du denken willst. Außerdem hat das Spiel wenig mit Formel 1 zu tun. Thank you.
wie alle still sind im Moment. Was soll ich groß sagen? Ein abgeschlagen letzter. Ui! Boah! Boah, Sven, Alter! Der war jetzt unnötig, Enrico. Nein! Oh, oh, die Scheißwand! Doch, oh! Nein, doch, oh! Ich komme nicht mehr ran da an euch vorne. Jetzt sind da zu dritt miteinander die Kreise und ich bin hier weg hinten. Hätte ein Rico mich nicht aus dem Rennen genommen, hätte ich morgen zu Kontrolle gehabt. Ich hatte ja auch weggedreht. Als ich dann mal kurz an ihm vorbei war. Ja, das Problem ist nur, dass dein Rico zu schlecht fahren kann. Um morgen hier morgens Konkurrenz zu liefern. Alles gut. Ich kann das Tempo, da wollte ich heute überhaupt nicht mitgehen. Ich verliere mehr Zeit, als dass ich irgendwas machen kann. Wo willst du denn hin, Alter? Enrico! Da war er weg! Da war die Abkürzung doch nicht mehr so kurz für Enrico. Da war er weg. Wie gesagt, hätte Enrico sich nicht eingemischt, hätte ich schon eine Kontrolle gehabt, Morus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Enrico redet doch gerade nicht mit uns. Ja. Schauen wir alle mal an Kevin zu. Super. Kann ich das wieder? Wenn ich weggedreht wurde, war vorbei. Nee, du darfst nicht aufgehen, weil die nutzen ja die Abkürzung. Das Problem ist nur, dass die Abkürzung hier komplett enger ist. Alles gut. Bei dir. Enrico, warum hast du mich gedreht? Guck deine scheiß Aufnahme an, dann siehst du, dass du selber dagegen gefahren bist. Passiert, mein Gott, egal, alles gut. Du genauso, dich habe ich nicht weggedreht. Doch. Dagegen gefahren. Du bist hinten links in mein Heck gefahren. Ja, mich damit guck deine Aufnahme an. Habe ich, brauche ich nicht. Habe ich, wann denn? Du hast dich vor mir weggedreht, dann habe ich dich hinten erwischt. Nö, ich lasse mich hier nicht einen Teil vorwerfen. Dann bist du mir hinten ins Heck gefahren. Ist doch alles gut, ich mache doch gar keinen Vorwurf, passiert halt. Enrico, ist wirklich alles gut. Ja. Das Wichtigste ist, wir haben Spaß und das war doch gerade eine lustige Runde. War okay, alles gut, passiert halt. Nee, war keine lustige Runde. Das mag keine lustige Runde.
Und sobald irgendeiner rausgepfeffert wird, dann heult er rum. Markus ist der Einzige, der nie rumheult. Ja, weil er jedes Rennen gewinnt. Weil wir uns selten mal bekriegen und er nee, gewinnt. Nee, der gewinnt auch nicht immer. Ja, was ist das Ziel? Ach, das hatten wir doch schon. Kommt her, meine Schäfchen, ich hole euch doch alle. Oh. Geht das wieder los? Sind das nicht die Gegenpulsen? Du Arsch, Alter! Ja, das ist aber. Aber genau. Aber ich flieg dann genau. Aber ich flieg dann genau da noch dazwischen, weißt du, wenn du dann dich hinlegst, wenn du läufst. Vor allem das Geile ist, ich habe Kevin gesehen, der an mir vorbeigeflogen ist. Ja, du hast mich doch erwischt. Weil dann. Nee. Oh, ich hab dich nicht erwischt. Doch, du hast mich mit dem Fuß unten erwischt. Ich bin runter umgefallen und dann hast du mich mit dem Fuß erwischt und mich runter zwischen diese Lücke rein. Oh! Genau hinterher gefallen. Oh nee, ist doch nicht wahr, oder? Damit müsstest du mich auch erwischt haben. Also ich bin gerade nur am Fallen. Ja, ich auch. Ja, du hast mich dann durch den Schlag bin ich runtergefallen. Nein. Oh, ich war da runtergesprungen. Selbstmordattentäter. Alter, wie er da wegfliegt! Ah! Gut, der ist weg. Ich krieg einen Schlag, bin direkt fall wieder runter. Komm, Enrico, komm. Komm zu mir. Oh, Mann. Enrico, mach kein Battle. Kevin, komm zu mir, komm. Wir treffen uns hier oben auf dem Container, sagen wir das auch mal schön. Du schubst, das ist unfair. Nein, ich schubse nicht. Du schubst und dann falle ich wieder runter. Siehst du genau das? Ein Schlag, ich falle runter. Ich kann nicht mehr machen, momentan. Ich kann nicht mal kontern. Ich bin nur auf die Fresse jetzt, in der Runde gerade. Oh, dein Rico war zu viel. Oh, ich kann nichts machen. Du bist rechts und links vorbei, bist vorbei, links gezogen und fallst runter. Ich muss aber auch sagen, diese Containerburg ist wirklich verwirrend, ne? Na komm, Markus! Oh Mann, ich hab keinen Bock, das ist die Scheiße, das nervt. Beim Boxen. Ich fall nur runter. Egal was ich mache. Ja, so! Ich bin kaum mit dem Rico zusammengefallen. Nein! Oh, klettert er dann nicht hoch! Mann! Oh, Gott sei Dank bin ich gestorben. Du legst dich aber gefühlt gerade nur noch auf die Fresse und rutscht dann runter, weißt du? Und der nächste. Markus, falsche Richtung. Ja, ich wollte eigentlich rüber, Alter. Kevin, komm zu mir, komm. Nee, ich fall dann wieder runter. Nein, ich geb jetzt einen Punkt. Nee, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, egal wo ich lang kletter. Ich fall runter, ich rutsche irgendwo ab. Alter, Mann. Viereck drücken. Ja, nee, alles gut. Passiert, ist halt jetzt gerade. Ich komme mal nicht mal zu euch.
Ich reg mich heute gar nicht auf, alles gut. Enrico! Gut, 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 gut. Markus! Solche Feiglinge hier. Komm mal weg! Nein! Alle runter! Oh, wir sind nicht fall, ihr fallt runter, ich will boxen und fall noch hinterher. Zumindest hab ich da den Kill noch gekriegt. Siehste, Kevin. Mann. Ist doch okay. Nein! Alter, bin ich genau in den Schlitz gelandet? Oh, ich hoffe, ich habe noch die falsche Folge. Ja, du bist genau in dem Schlitz gelandet, auch nicht schlecht. Also lande ich immer im Schlitz. Aber den hatten wir auch letztes Mal auch schon, ne? Nee, das hat man nicht so krass. Doch! Die konnte. Nein! Ich komme gleich wieder. Ich habe mir gerade das Leben genommen. Okay. Ich fand's lustig. Tot. Nein! Ich renne zu weit! Das Geile ist, wenn du auf dem Gebäude landest und stirbst, ist geil. Da kannst du wenigstens einen Respawn machen. Wenn du aber bis runter läufst, dauert es ewig. Och, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Genauso geht's mir gerade auch. Ich bin gerade gestartet, will mein Container klettern, rutscht da ab und fall wieder runter. Ich hab bestimmt 1 zu 20 Niederlagen oder so. Nee. Das Problem ist, ich trifft ja keiner. Ich fall ja selber runter mittlerweile. Und jetzt war es halt so gefühlt am Ende. Nein, oh, Alter! Gott! Oh, schon wieder! Mein Charakter ist so selten dämlich. Ja, meiner auch. Ich boxe Enrico, er macht in der Animation 2 Schritte zurück und was ist da? Nichts mehr. Das ist einfach Luft. Was ich gerade interessant finde, ist, dass mein Charakter der Meinung war, mit Breitbeinigen Beinen nach unten zu fliegen. Kevin kommt zu mir, komm. Weil ich heute mit dir komme. Nein! Oh, warum springst du runter, du blöde Schlampe? Schwanzlos, Sindel. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Aua! Jawoll! Ich hab dich noch erwischt. Und das ohne. Kevin! Und das diesmal ohne. Kevin! Komm her, Uschi. Oh Gott sei Dank ist diese scheiß Kante da gewesen, sonst wäre ich weg gewesen. Markus! Jawohl! Ich hab die Beine noch weggetreten. Nein! Nö, du steckst der Frau, die am Boden liegt, du spinnst wohl! Ja, verdient hast du es ja! Geh mal her! Oh nein! Na, ah, oh, oh, Alter, nein, ah! Und ich renne dazwischen, ist klar. Ist klar! Oh, Gott sei Dank. Nein! Alter, wie Enrico sich da dreht. Alter! Hui!
Jawohl. Gerade, ich bin über drei Container weggeflogen. Ja. Nur weil ich und dann noch mal. Und noch, dann und bin noch, ich vor die gerutscht. Mit dem Spin noch drin in der Luft. So, hui. So dumm. So dumm. Was? Ich hab dich durch drei Kill nicht gekriegt, Mann? Eigentlich hab ich dich gehört. Wird auch noch. Wegen dem Scheiß, Kevin. Der Kevin war schuld. Ich will gar nicht meine Statistik sehen. Ich habe bestimmt 3 oder 4 zu 50 oder so. Nee, das wohl. Den Kill hast du deswegen nie gekriegt, weil ich runtergesprungen bin. Nee, ich hab dich aber. Ich hab dich aber. Letztes Mal auch eingegangen, dann habe ich einen Schlag bekommen und runtergesprungen und derjenige hat den Kill gekriegt. Naja, alles gut. Ich glaube mal, dass das auch damit zusammenhängt, wie Sven vorhin gesagt hat, ob du auf der Maze Bank oben drauf landest oder nicht. Ob der das so registriert als Schlag. Genau. Ich glaube, wenn du ganz unten landest, kriegst du das nämlich nicht mehr, weil bis dahin die Registration vom Schlag weg ist. Aber ich muss sagen, bisher, die Spielerliste ist richtig gut von Markus gewählt. Du hast eine gewisse Abwechslung drin und du hast auch verschiedene Rennen drin. Habe ich doch aber gesagt.